Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder eine Folge von meinen Piercing-Erfahrungsberichten geben. Und zwar soll es heute um meine Nasenpiercings hier an der Seite gehen. Die heißen eigentlich Nostrils. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht und deswegen sage ich einfach weiterhin Nasenpiercings oder Nasensteckerchen dazu. Und ich erzähle euch heute meine Erfahrungen mit dem Piercing, den Piercings. Das ist zweimal das gleiche Piercing. Egal. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt damit an. Das Stechen der Piercings war nicht ganz so angenehm wie gedacht. Ich dachte eigentlich, das wird so ja recht uninteressant und einfach und schmerzfrei, weil das ist ja nicht so ein dickes Häutchen und es ist nur die Nase. Ja, im Endeffekt, ich habe sie mir beide zusammenstechen lassen, also am gleichen Tag direkt hintereinander. Und ich habe erst das hier gestochen bekommen und es hat wirklich sehr, sehr gut geziebt. Also die Nase ist auch direkt richtig rot geworden und der Schmerz kam so ein bisschen im Nachhinein, im Abgang vom Stechen. Und ich saß da und meine Piercerin meinte, komm, wir stechen jetzt direkt das zweite. Und ich saß da so und dachte mir so, beziehungsweise ich habe es auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will. Und sie meinte dann zu mir, doch, das willst du, weil wenn du es jetzt nicht machst, lässt du es gar nicht mehr machen. Und sie weiß halt, dass ich ein Problem mit Asymmetrie bei Piercings habe. Deswegen hat sie dann direkt das zweite auch noch durchgestochen. Und dann war die Nase endgültig rot und das hat einfach nur noch alles gezogen. Und das hat richtig in diesen Knochen hier reingezogen. Und es hat sehr, sehr dolle gezogen und ziemlich wehgetan, was dann auch ziemlich lange angehalten hat, so 1 bis 2 Stunden nach dem Stechen tatsächlich hat es gedauert, bis der Schmerz wieder so abgeklungen war und dann hatte ich einen recht entspannten Abend, aber alles in allem war das Stechen bei mir schon ziemlich unangenehm und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich sie habe und froh, dass sie drinne sind und abgeheilt sind und ich hoffe, dass ich sie nie nochmal neu machen lassen muss, weil ich bin nicht so wild drauf, das nochmal mitzumachen. Was die Abheilung angeht, waren die Piercings glücklicherweise wesentlich angenehmer und entspannter als das Stechen. Ich hatte klar am nächsten Tag wieder eine schöne rote Rudolf das Rentier-Nase und noch dazu, dass die Nase natürlich druck- und berührungsempfindlich war, hatte ich fürchterliche Kopfschmerzen an dem Tag. Ich weiß nicht, ob das vom Piercingstechen kam. Ich glaube es eigentlich nicht, aber möglich ist es bestimmt. Und die Kombination Kopfschmerzen und Nase, die wehtut, wieder richtig schön über den Knochen hier hat das gezogen, war nicht ganz so toll. Aber das war am zweiten Tag zum Glück schon wieder ganz anders. Nichtsdestotrotz habe ich ab dem ersten Tag an die Piercings so ungefähr 2 Wochen lang mit Octanisept intensiv gepflegt. Das heißt, morgens und abends damit eingesprüht und mit einem Wattestäbchen vorsichtig abgetupft und abgerieben. Dieses ganze Babzeug, krüstchenartige Zeug, was sich daran bildet, abgemacht. Und mehr habe ich aber tatsächlich auch gar nicht gemacht. Es war, wie gesagt, recht unkompliziert. Und nach 3 bis 4 Tagen hatte sich das Rote von der Nase endlich gelegt. Der Druck, also das Druckempfindliche, das Berührungsempfindliche war auch weg. Und angeschwollen war die Nase eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich. Ich hatte zwar sehr lange Stäbe von meiner Piercerin reinbekommen, die habe ich aber zum Glück nicht gebraucht. Und was ich die ersten Tage auch hatte, war, dass diese Platte, die ich an der Innenseite von der Nase auf beiden Seiten habe, ziemlich gestört hat, weil da halt einfach ein Fremdkörper war, der da nicht hingehört. Der Körper muss sich da ja wie überall erst dran gewöhnen. Und das ging dann aber auch recht schnell weg. Und nach den 2 Wochen intensiver Pflege war eigentlich alles wirklich komplett erledigt. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass die Piercings noch frisch sind. Und ich habe mir dann auch die Stäbe endlich runterkürzen lassen, sodass ich nicht mehr aussah wie irgendwie so eine Satellitenschüssel oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein komisches Funkgerät. Und ja, ansonsten habe ich mit den Piercings gar nicht viel gemacht. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, als ich sie mir habe stechen lassen, noch nicht so stark geschminkt wie jetzt. Allgemein würde ich aber empfehlen, sie nicht mit Make-up, also Foundation oder was auch immer zuzukleistern. Das gilt ja aber eigentlich für jedes frische Piercing, dass man da nicht irgendwelches Zeug, sei es Make-up oder Creme oder sonst was, reinschmieren sollte. Von daher ist es eigentlich klar, ich sage es trotzdem nochmal dazu. Und ja, wie gesagt, ansonsten habe ich nicht viel damit gemacht und nach 2 Wochen war ich so aus dem Gröbsten raus. Also auch wieder eine ganz unspektakuläre und unkomplizierte Abheilung hier. Auch im Alltag sind die Piercings eigentlich einfach nur da. Es sind keine Piercings, die mich in irgendeiner Form behindern oder stören. Auch nicht beim Naseputzen. Das werde ich immer wieder gefragt, aber das stört tatsächlich gar nicht. Klar kann es sein, dass von innen, das klingt jetzt eklig, aber es ist einfach so, mal ein Popel dranhängt. Den hat man aber auch so mal eventuell in der Nase hängen. Das macht man dann mit dem Tempo weg und dann ist gut.
Seit sie abgeheilt sind, haben sie auch absolut keine Probleme mehr mit Schminke oder Creme oder was auch immer ihr euch ins Gesicht schmieren wollt. Also seit die abgeheilt sind, sind die bei mir komplett unempfindlich. Ich bleibe auch nicht wirklich dran hängen oder so. Meine Haare bleiben da manchmal dran hängen. Das sieht witzig aus. Was ich noch dazu sagen würde, ich würde mir die Piercings nicht stechen lassen, jetzt so in der Schnupfen-Naseputz-Jahreszeit, also jetzt. Weil auch wenn sie mich im abgehaltenen Zustand beim Naseputzen nicht stören, könnte ich mir vorstellen, dass das doch sehr unangenehm ist, wenn man die Piercings zum Beispiel gerade frisch hat und dann fängt man sich einen Schnupfen oder eine Erkältung ein und muss sich dann nicht die Nase putzen oder die Nase läuft so oder so momentan mehr durch das kalte Wetter. Ich glaube, das könnte ziemlich wehtun. Deswegen würde ich das eventuell vermeiden. Und ansonsten, die Piercings haben sich bei mir noch nie entzündet, waren noch nie gereizt, sind total unkompliziert und einfach nur da und waren, wie gesagt, nur beim Stechen und die ersten ein, zwei Tage danach richtig unangenehm. Alles in allem sind es sehr schöne Piercings, wie ich finde. Ich mag sie nur in dieser doppelten Kombination. Einseitig mag ich sie nicht so gerne. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich sie habe und hoffe, dass ich sie nie wieder neu machen lassen muss. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wenn ihr noch Fragen zu den Piercings habt oder allgemein zu Piercings oder Wünsche, was ich als nächstes machen soll, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich antworte euch dann dort, wenn ich Zeit habe, dazu komme, es sehe. Manchmal zeigt es mir YouTube auch einfach nicht an. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten wieder dabei seid.